Willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy VII, dem Remake vom Hause Squaresoft. Square Enix ist es ja. Früher war es Squaresoft, jetzt ist es Square Enix. An einem wunderschönen Tag. Hallo Blechwalze, schön, dass du auch wieder dabei bist und mich hier begleiten tust. Das ist ja ausgezeichnet. Wir sind immer noch im Shinra Hauptgebäude und wir haben hier irgendwie gar nicht so viel zu tun. Na naja, gut, dort drüben haben wir noch ein kleines Video. Gucken wir uns doch mal das Video an, würde ich sagen. Mal gucken, was es hier Schönes gibt. Wie Sie sehen können, haben die Trümmer der Platte Wohnhäuser beschädigt und zerstört. Was für heftige Bomben die Kerle von Avalanche wohl verwendet haben. Hier war wohl ein Feuer ausgebrochen. Was für heftige Bomben die Kerle von Avalanche wohl verwendet haben. Die Straßen sind teilweise eingebrochen. Unschuldige Opfer in Kauf zu nehmen, nur um Shinra ins auszuwischen. Also ich glaube, bei den Hacks, wir haben hier gar nichts getan. Das war Shinra. Das war niemand anderes als die Verbrecher selber. Ha. Widerliches Pack. Aber okay. Wir sind hier irgendwo in einem Gebäude. Geschäftiges Treiben. Ist ja auch Ausnahmezustand. Was ist mit der Verbreitung? Irgendwie ist das fast etwas beruhigend. Angeblich stauen sich die Anfragen. Dann sitzt eine Kollegin darauf an. Suchen wir den Helfer. Wachen scheinen hier keine zu sein. Also macht euch locker. Genau. Sind wir ein bisschen locker? Wer würde bitte schon so verrückt sein? Und, in Shinra-Hauptgebäude spazieren, voll bewaffnet, so wie Cloud und Barrett. Gucken wir nochmal, kommen wir hier rein? Nee. Doch, hier ist. Das sieht mir doch nach einer Tür aus. Ist das eine Tür? Nein, das ist keine Tür. Ach Mann. Okay. Ach Mensch, da drüben ist ein Futterautomat. Es klang gerade so, als ob da eine Tür aufgegangen wäre. Aber hey, hey du da. Wer bist denn du? Was würde jetzt eigentlich passieren? Also ich... Irgendwo hier drin soll er ja wohl sein. Doch, da ist eine Tür aufgegangen. Da? Helferlein, wo magst du sein? Wir werden es wohl einfach auf gut Glück versuchen müssen. Denkt an die Losung. Ein Hoch! Auf den Bürgermeister. Alles klar. Genau, das wird sein. Aber, hey, schick haben die es hier. Oh, Verzeihung. Ich wollte diese Einrichtung nicht durch die Gegend werfen. Wenn wir hier schon drin sind, dann wollen wir natürlich auch vernünftig Unruhe stiften. Würden die Damen und Herren da nicht im Weg sein? Ich mag eure Stühle nicht. Die sehen so unbequem aus. Verehrte Zuschauer, heute begrüßen wir einen ganz besonderen Gast. Die Leiter der Sicherheitsbehörde Heidegger. Lassen Sie mich betonen, dass diese niederträchtige Tat uns alle mit größtem Zorn erfüllt. Der Shinra-Konzern wird sich diesen grausamen Verbrechern niemals beugen. Ich versichere Ihnen, dass wir die Täter ergreifen und am Strick baumeln lassen werden. Das schwöre ich hier vor all unseren Bürgern. Na, habt ihr gehört, ihr dreckigen Ratten von Avalanche? Flieht ruhig. Wir finden euch, wo immer ihr auch seid. Die anderen Platten sind doch hoffentlich sicher. Stimmt es, dass sehr fröhlich. Hier im Gebäude sind wir sicher, oder? Ja, ihr seid hier sehr sicher. Bis auf diesen komischen Verrückten, der hier die ganze Zeit die Stühle durch die Gegend schiebt. Mann, habt ihr den schon gesehen? Nein? Hättet ihr mal leben müssen. Oh, cool. Hier kann man so Sachen kaufen. Was kann ich für Sie tun? Ein Hoch. Wie? Soll das ein anzügliches Angebot sein? Na gut, okay. Du bist es nicht. Hab's verstanden. Aber da sind ja noch einige mehr Leute. Immer noch keine Festnahme. Ein Hoch. Okay. Der scheint wohl eine Pause zu machen. Ein sehr, sehr guter Mitarbeiter. Ich mag diese Stille. Das ist hier viel zu ordentlich. Alles weg. Alles muss weg. So. Dafür gibt es sicherlich ein Achievement. Der Stühleschubser. Deswegen mache ich das auch. Ich will von all dem nichts wissen. Doch. Ein Hoch.
Na gut. Auch der ist es nicht. Dann kriegst du auch die Stühle nicht. Die Stühle sind alle meine. Alle meine. Alle. Ich glaube, es wäre vielleicht eine ziemlich lustige Idee, die alle auf einen Haufen zu... Nein. Also, ja, wäre es, aber irgendwie, glaube ich, wollt ihr das nicht sehen. Deswegen reden wir hier mal weiter. Gardisten? Stimmt ja. Ihr seid auch gut auf Trab, was? Sind die Täter schon gefasst? Ein Hoch. Wird das der Wetterbericht? Vergessen Sie's. Ja, das war der Wetterbericht. Okay, ich denke mal, wenn, dann wird die Person hier alleine rumsitzen. Vielleicht hier hinter. Kann man hier kaputt hacken? Nee. Einmal die Leinwand zerstören. Meinst du, dass wir jetzt in einen Krieg hinein? Okay, mit dir hat schon. Da hinten steht einer. Den hab ich ja gar nicht gesehen. Es sind noch immer nicht alle Feuer gelöscht worden. Na gut. Du bist anscheinend auch nicht der, den wir suchen. Dann schauen wir nochmal weiter oben nach. Ich wollte aber auch dem Helfer vom Bürgermeister kein Geld dafür geben. Was ist das? Ein Kampfsimulator. Der wird zu Trainingszwecken eingesetzt. Eine blutige Nase lernt mehr, wenn du mich fragst. Jetzt sag mir nicht, dass das der Typ ist. Hier sind noch mehr Sachen zum Umschubsen. Alles klar, das will ich sehen, wie du dich mit jedem hier... Zum Training hier für die entscheidende Schlacht? Ein Hoch. Hä? Ein Hoch? Wird das der Wetterbericht? Ja, genau. Ein Hochdruckgebiet kommt demnächst. Du bist von der Garde, oder? Kannst du mir einen Tipp für den Simulator geben? Ein Hoch. Soll das ein Cheat sein? Wie geht der weiter? Naja, weiß auch jeder. Zweimal hoch, zweimal runter, links, rechts, BA, Select. Pff, Anfänger. Na gut, reden wir mal mit dem Typen. Der sieht mir schon so verdächtig aus. Wer sind Sie? Was wollen Sie hier? Ein Hoch. Auf den Bürgermeister. Ich bin über alles im Bilde. Ihr wollt rauf? Genau. Bevor ich euch die Schlüsselkarte gebe, müsst ihr mir erstmal eure Fähigkeiten beweisen. Wie? Wenn man euch schnappt, wird das Konsequenzen für uns haben. Ist doch wohl logisch, oder? Also werdet ihr das hier versuchen. Und ich warne euch, es ist nicht gerade leicht. Bewährt euch und die Schlüsselkarte ist euer. Ja, okay. Meinetwegen. Dann gucken wir uns doch mal den Kampfsimulator mal an. Push the button. Ach, wieder ein Combat Simulator. Sehr schön. Gegen wen kämpfen wir denn jetzt? Drei Themen versus Domino All-Stars. Okay. Teilnahmegebühr 0 gilt. Das ist schön. Teilnahme 3, Kämpfe 1. So habe ich das gerne. Mal gucken. Okay. Let's do it. Wir nehmen Cloud Barrett. Ja. Alles gut. Hauptsache. Oh. Und ich dachte schon, es wird schwierig für uns. So, Cloud ist schon. Hat schon seinen ersten ATB-Balken offen. Dann kriegt jetzt hier das linke Sägeblatt schon mal einen ab. Dann kommt sicherlich die anderen auch gleich noch dazu. Laut ist in der zweiten Runde gleich wieder ein Blitz drauf. Na, so brauchst du mir gar nicht antanzen hier mit deinen komischen Fähigkeiten. Das wollen wir ja gar nicht sehen. So. Dann wollen wir mal die Magiepunkte von Imchen hier einsetzen. Barrett hat nämlich auch ein bisschen was auf dem Kasten. Ach komm. Und auch Tiefer hat noch einiges drauf. Ja gut, okay. Sie nutzt halt eben einfach nur eine Fähigkeit und zwar auf Hochtouren, wo ich auf den Zera. Cloud darf auch noch mitmachen. Und nochmal Blitz. Ja, auf die Lute hinten, warum auch nicht. Einer weniger ist einer weniger. Ich dachte, hier kommt voll der miese Battle. Und dann kommt hier so etwas.
Gegen die haben wir schon so viele verschrottet. Boah, von diesen. Das wäre geschafft. Na also. Ich bekomme sogar noch einen Megatrank. Super, freut mich. Ich glaube, mehr brauche ich hier nicht. Ich glaube, wir haben uns jetzt hier köstlich amüsiert. Oh cool, jetzt können wir hier aber auch Materia kaufen, so ein Stuff. Ihr schafft das schon. Keine Sorge. Hiermit erreicht ihr die Besprechungszimmer auf der 64. Etage. Auch mit dem Fahrstuhl. Fein. Darf ich fragen, was ihr da wollt? Wir wollen eine Freundin befreien. Shinra hält sie in der Forschungsabteilung fest. Oh, im Labor von Professor Hojo? Das wird nicht leicht. Da kommt man nur mit einer besonderen Zugangsberechtigung rein. Uns fällt schon was ein. Wo finden wir Hojo? Die Vorstände haben bald ein Meeting. Hojo, der Direktor und die anderen Abteilungsleiter treffen sich im großen Konferenzzimmer. Dann nichts wie hinter. Jo. Wir nehmen den Direktor als Geisel, dann tanzen sie nach unserer Pfeife. Dann hättet ihr die ganze Garde am Hals. Wir spionieren sie erstmal aus. Ihr wollt sie belauschen? Dann geht zur Herrentoilette. Dort gelangt ihr in einen Lüftungsschacht, der im Konferenzzimmer vorbeiführt. Verstanden. Na super. Wie früher. Dann wollen wir mal. Auf zum Fahrstuhl. Nope. Ah, aber hier können wir uns nochmal hinsetzen. Ganz gemütlich. Erstmal eine Runde chillen. Ach ja. Herrlich. So eine Bank. Jeder sollte so eine Bank in der Wohnung stehen haben. So, weg damit. Alles muss weg. Ha? Oh. Cloud! Hä? Du bist Cloud, oder? Oh. Mensch, Cloud! Schon gut. Mit dem habe ich hier angefangen. Cloud! Ein Glück, dass du lebst. Hab mir echt Sorgen gemacht. Es hieß nämlich, du seist draufgegangen. Warte hier! Ich geh Kanzel holen! Nicht weggehen! Bekannter? Alles okay? Ja. Du hast aber... Kein Problem. Los, weiter. Ach, das ist ja schön. Alte Freunde von Cloud. Nur gut. Wenn die wüssten... Also, die müssten ja eigentlich nur die Aufnahmen angucken. Und dann sehen die ja schon, was hier abgeht. So ein Chaos. Was sollen wir nur tun? Das sieht mir aber nicht aus wie ein Fahrstuhl hier. Das sieht mir aus wie ein Pfeiler. Ist der Fahrstuhl da oben? Das wäre aber auch seltsam. Wo ist denn hier ein Fahrstuhl? Auskundschaftung. Da. Okay. Nee. Yay. Habe ich jetzt irgendwas verpasst? Aber eigentlich? Okay. Wir suchen erstmal einen Fahrstuhl. Wo ist denn hier nochmal der Ausgang? Da ist der Ausgang. Und dann fahren wir mit dem Fahrstuhl hoch und dann ist gut. Oh. Wie ist es um unser Image bestellt? Alles im Griff. Das Volk ist bereits der Auffassung, es handle sich um einen Anschlag von Avalanche. Dafür habe ich persönlich gesorgt. Hat Wutai reagiert? Bislang noch gar nicht. Wie ich diese Feiglinge kenne, werden wir wohl noch etwas warten müssen. Solange sie nur handeln. Allerdings... wäre da noch eine Sache. Was? Palma hat es mir erzählt. Barrett. Ja, ja, ich weiß doch. Die Rettung von Aeris geht vor, nicht wahr? Warten wir doch mal auf den Fahrstuhl. Wir dürfen das nicht in den Sand setzen. Hojo nimmt an dem Meeting sicher teil. Wägen wir unsere Möglichkeiten ab. Wir müssen da eh hoch. Ein Glück nicht, dass die runterfahren, während wir hochfahren.
So, wo ist denn hier der Button? Da. Bitte einmal hoch in die 24. Genau, wir wollen nämlich zum Besprechungsräumen. Eine wunderschöne Aussicht aus dem Fahrstuhl. Nur doof, dass es so dunkel ist. Es wird ja auch nicht viel heller hier. Ey, lass uns hier mal durchgehen. Wir hätten eigentlich auch zu Fuß hier hochwandern können, fällt mir gerade so ein. Der hätte meinen Fahrstuhl nicht nehmen müssen für diese eine läppische Etage. Oh, da drüben sind sie. Ob Hojo auch da drin ist? Vermutlich ja. Ganz sicher. So, jetzt müssen wir die Herrentoilette suchen. Wir geben uns in Stellung und belauschen sie. Wir schleichen durchs Klo, wolltest du sagen. Tu nicht immer so cool, Mann. Wir müssen also einfach nur fragen, wo man müssen darf. Das finden wir schon selber raus. Oder nicht? Ja, ich glaube, wir würden nämlich viel zu auffällig sein, wenn wir hier einfach reinspazieren. Können die Leute natürlich auch fragen, warum eigentlich nicht. Aber ich gucke mich da doch lieber erst noch mal ein bisschen gerne um, was wir hier so haben. So zum Umkippen und so weiter. Oh, ich glaube, das wird so eine neue Zwangsneurose von mir. Einfach Sachen umschubsen wie so eine Katze. Was haben wir denn hier? Einen dunklen Raum mit Whiteboards, okay. Sehr altbacken an dieser Stelle. Hallo, lasst euch nicht stören. Alles ist cool. Na gut, viele Räume haben wir hier nicht mehr, die als Toilette fungieren könnten. Also... Nee, wieder ein dunkler Raum. Dann probieren wir es hier doch mal. Ach ja, gut, okay. Das ist die Damentoilette. Das ist die Damentoilette. Das ist korrekt. Ey, pass mal auf. Stell dich jetzt mal nicht so an, weil ich in die Damentoilette möchte. Immerhin gehst du jetzt auch aufs Herrenklo. Okay, ich warte hier. Oder auch nicht. Nee, dann fällst du auf. Tiefer. Drinnen ist es sicherer. Ja, mag schon sein, aber... Ach... Ist auch egal. Genau das meine ich. Jetzt kommst du mit. Das heißt, ich darf hier jetzt auch drauf. Das ist die Damentoilette. Ach, Mann. Nie gönnt sie mir den Spaß. Na gut, dann... Puh, zum Glück ist keiner hier. Gegen die Slumklos ist das der reinste Palast. Suchen wir den Lüftungsschacht. Genau, der wird wohl irgendwo hier oben sein. Vermutlich, da ist er doch. Volltreffer. Ob er da mit dem Schwert reinsteigt? Und was ist mit mir? Du stehst hier Wache. Geht klar. Darf ich vielleicht mitkommen? Ich fühle mich hier etwas fehl am Platz. Na gut. Aber ich gehe vor. Glaubt man ja nicht. Mit Schwert krabbelt er da rein. So, müssen wir hier ein bisschen gucken. Weil ich wette hier gleich, wenn wir hier gleich rechts abbiegen, dann wieder rechts abbiegen, wird da sicherlich eine Kiste hocken. Schön vorsichtig. Ganz gemütlich. Und nichts wird passieren. Gucken wir mal. Nee, nur ein Ventilator. Dann musst du leider wieder zurück. Tut mir echt leid, Cloud. Ist leider doch nicht so ein Irrgarten, wie ich gedacht habe. Ich hatte jetzt eigentlich echt gehofft, dass man hier noch ein bisschen Kleinkram findet. Oh, hier ist hier nochmal Lüftung. Vielleicht findet man da hier irgendwas. Wird schon nichts passiert sein.
Aber unser Haus steht ganz in der Nähe von Sektor 7. Und niemand geht ans Telefon. Einige Leitungen sind wohl zusammengebrochen. Liegt sicher daran. Wirklich? Vielleicht. Ja, so ganz ohne sind also... Hallöchen, Candy! So ganz ohne sind also die Gespräche hier nicht. Jetzt können wir alle Mitarbeiter belauschen. Besser als jede Wanze. Beim Meeting der Vorstände werden sicherlich der Wiederaufbau der Platte und die Neubesiedlung beschlossen. Und beides wird man unserer Abteilung für Stadtplanung überantworten. Reef hat deshalb angeordnet, dass wir in Teamarbeit Stufenpläne erstellen sollen, die auf die nächsten 3, 5 und 10 Jahre angelegt sind. Es ist eine herausfordernde Aufgabe, die wir jedoch rasch bearbeiten müssen. Gibt es irgendwelche Fragen? Dann warten wir jetzt, bis der Abteilungsleiter wieder hier ist. Gut. Man merkt, die Leute sind schwer am Arbeiten. Baut mir einen Plan, damit wir Pläne bauen können. Aber wir sind zumindest vermutlich gleich am Ziel. Aber ich finde das ziemlich gut, nochmal die anderen die anderen Ablüftungen zu erspähen. Einfach weil... Los, beweg dich. Ah, doch etwas. Eine Materie an der Ecke. Gib. Noch ein bisschen. Yay, TP-Boost. Mehr gibt's hier nicht. Aber ich bin mal gespannt, was hier die Leute von Shinra, die Führungsposis dieser Verbrecherbande hier, zu besprechen haben. So, ganz vorsichtig. Aber diese Midgar sieht auf jeden Fall nicht so schön aus, wie sie es angepriesen haben. Mit diesen coolen Verschnörkelungen und weißen... Overlay und hat man nicht gesehen. Nee. So schön ist es nicht geworden. Ich glaube, die haben sich da ein bisschen verschätzt, die Leute von Shinra. Aber hören wir uns das mal an. Ich habe ihn selbst gesehen. Mit meinen eigenen Augen. Hier auf unseren Fluren. Das sind ungesicherte Informationen. Nee. Er ist direkt vor mir entlang spaziert. Hab mich so erschreckt, hab glatt meinen Tee verloren. Halt's Maul! Um eventuelle Eindringlinge kümmert sich die Sicherheitsbehörde. Aber Herr Direktor, ich habe ihn wirklich... Reef? Ja. Wir haben den Schadensbericht zu Sektor 7. Die Zahl der zerstörten Häuser ist... Das interessiert mich nicht. Was gibt es sonst? Also... Der notwendige Neubau von Platte 7 wird stattfinden. Mit der Nachfahrin des alten Volkes haben wir, was wir wollten. Aber wir müssen doch trotzdem die Schäden beheben. Das Stichwort heißt hier Neo Midgar. Im verheißenen Land werden wir eine neue Marco-Stadt errichten. Das ist überstürzt. Es ist nicht belegt, dass das verheißene Land... Professor Hojo? Die Untersuchungen haben meine Erwartungen erfüllt. Ihre Werte sind nicht so gut wie die ihrer reinblütigen Mutter, aber sie gehört zweifellos zum alten Volk. Wann wissen wir, wo das verheißene Land ist? Was das betrifft, hätte ich einen Vorschlag. Vielleicht können wir unser Subjekt zu einer freiwilligen Kooperation ja überreden. Sie ist eine wertvolle Ressource. Ich werde darauf Acht geben, dass ihr möglichst nichts passiert. Foltern wir sie? Überlass das bitte mir. Ich könnte ein paar militärische Methoden beisteuern. Ich habe die psychische Gewalt schon immer der physischen vorgezogen. Sie ist so viel wirksamer. Wie du es tust, ist mir egal. Aber wenn sie endet wie ihre Mutter, bist du dran.
Ja, in dieser Hinsicht plane ich vorzusorgen. Und damit meine ich, ich werde die Gute reproduzieren. Am besten mit einem Mann des alten Volkes. Und auch da sind die Chancen wohl gering. Für den Anfang tut es vielleicht auch ein Soldat. Repliken vom Typ S und G kommen natürlich auch in Frage. Kreuzungen sind ein faszinierender Gedanke mit äußerst großem Potenzial. Ja, ja. Spannend, nicht? Wenn das alles ist. Herr Direktor! Sitzung vertagt. So warten Sie doch! Alles fügt sich. Und? Wir haben unseren Mann. Den Leiter der Forschungsabteilung, Hojo. Gut, packen wir ihn. Erstmal führt er uns zu Aris. Los, hinterher. Na, endlich. Eine schöne Spur. Warum dürft ihr hier rennen und ich nicht? Das ist immer so unfair. Rennt mal vor, ich will noch auf die Damentoilette. Ach, verdammt. Nie darf ich sowas. Nie. Da gibt es sicherlich tolle Gegenstände. So, jetzt müssen wir erstmal gucken, wo der Jude Hojo langwandert. Ah. Wer hätte das gedacht? Ist also wirklich hier aufgetaucht. Höchst interessant. Ich sollte die Chance für eine Kreuzung nutzen. Ah, welchen Spross das wohl ergeben würde. Ach, ich schussel. Erst einmal brauche ich Antworten. Vielleicht mit Medikamenten. Allerdings nicht ganz ungefährlich. Kommt. Na, wenigstens etwas. Wir sind schon mal ein Stückchen weiter. Ah, ein Seiteneingang, der direkt nach oben führt. In die 65. Etage. Dann bleiben ja nur noch 4. Bis zu El Capitano. Oh, hier wird man noch mit Geschenken überhäuft, dafür, dass man hier weitergekommen ist. Gegengift. Aha. Oh, da drüben haben wir auch noch was. Kann ich mir das gleich holen? Ist da was um die Ecke? Nee, sieht gut aus. Dann holen wir uns das auch noch. Gib mir das. Was haben wir hier? Schnelltrank. Ja, das klingt ja auch mal interessant. Was für Gegenstände haben wir hier noch zum Kaufen? Ich meine, wir müssten ja eigentlich schon ein bisschen Kohle haben. Wir haben noch ein paar Megatränke offen. Äther. Wenn die schon günstig sind, dann sollte man die auf jeden Fall auch nicht unbedingt links liegen lassen. Genauso wie die guten Dinger. Phönixfedern für 100 Gil. Ja, komm. Haben wir zwar noch nicht so oft genutzt, aber why not? Was gibt es denn hier für Waffen und Rüstung? Machinareif. Das wundert mich, dass wir davon... Ah, okay. Für Barrett und Tifa ist das Ding gar nicht mal so schlecht. Dann würde ich mal sagen, nochmal 2 für Barrett und Tifa und ein Runenarmband für den Fall, dass uns hier noch Aris über den Weg laufen sollte. Haben wir hier noch Waffen oder so? Nee, nur Waffen und Rüstung. Ah, davon wäre sicherlich auch noch irgendwas ziemlich interessant. Können wir mal kurz gucken hier. Reif der unvollen Kraft. Der vollen Kraft. Ah, dafür reicht uns die Kohle nicht mehr. Das ist ärgerlich. Na ja gut, dann zumindest einen für Cloud.
Dann können wir die gleich ausrüsten. Ne, Machina Armreif passt. Reif der vollen Kraft. Jawohl. So, Barrett sollte noch einmal ein Machina-Reif bekommen. Genau. Tiefer natürlich genau das gleiche. Sehr schön. Das sieht gut aus. Jetzt können wir nochmal ganz kurz gucken, ob wir noch irgendwelche Punkte auf Waffenmodifikation haben. Die Hartklinge hat noch 8 Punkte, aber ich glaube, das wird nicht ausreichen, um hier irgendwas... Naja, längere Buffs. Nee. Das reicht leider überhaupt nicht. Wie sieht's mit den anderen Freunden aus? 7 und 12. Nö. Obwohl, kleiner Moment. Wie schaut's denn hier mit den Mega-Handschuhen aus? Die Mega-Handschuhe erhöhen auf jeden Fall die physische Attacken. Aber die Magie bleibt weg. Nee, dann lassen wir das so. Das ist okay. So, dann ruhen wir uns hier nochmal einmal kurz schnell aus. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn es heißt Let's Play Final Fantasy 7 mit dem Cloud, der Tifa und Barrett. Bis denn.